Nach der Bildung der türkis-blauen Koalition in Österreich hat die israelische Regierung mitgeteilt, dass sie den seit Jörg Haiders Zeiten bestehenden Boykott der FPÖ fortsetzen will. Das bedeutet etwa konkret, dass die israelische Botschafterin in Wien nicht mit Außenministerin Karin Kneißl sprechen darf, weil dies ja von der FPÖ entsandt wurde. In der israelischen Rechten, wenn ich es herausbringe, gibt es nun immer mehr Stimmen, die dafür plädieren, mit der FPÖ normal umzugehen, weil sich die Partei unter Heinz-Christian Strache vom Antisemitismus distanziert hätte. Heute war Österreich Thema in der Knesset. Aus Jerusalem, Ben Siedelreich. Hoher Emotionswellengang heute im außenpolitischen Ausschuss des israelischen Parlaments. Dabei geht es gar nicht um irgendwelche existenziellen Nahost-Angelegenheiten, sondern um Österreich. Zur Debatte steht die Frage, ob Israel den Boykott der halben österreichischen Regierung fortsetzen soll. Nach wie vor dürfen ja israelische Funktionäre keine FPÖ-Regierungsmitglieder treffen. Die Parlamentarier wollen sich informieren, aber auch ihre Meinung dazu kundgeben. Aus Wien ist eigens ein Vertreter der israelitischen Kultusgemeinde angereist. Im Umfeld der FPÖ gäbe es immer wieder antisemitische, neonazistische Zwischenfälle, legt er dar. Er erwähnt etwa die Affäre um das Liederbuch einer Burschenschaft. Für Kontakte zur FPÖ setzen sich einige Abgeordnete vom rechten Flügel der regierenden Likud-Partei ein. Ganz stark exponiert sich dabei Yehuda Glick. Heinz-Christian Strache trete seit Jahren gegen Rassismus und Antisemitismus auf, sagt Glick. Any party in Europe. Bei jeder Partei in Europa findet man irgendwelche antisemitischen Wurzeln, wenn man genau schaut. Wir beurteilen Leute nicht nach ihrer Vergangenheit, sondern nach ihrer Gegenwart. Von einer Vertreterin der Holocaust-Überlebenden hört man hingegen, die FPÖ habe weiterhin antisemitische Positionen. Sie müsse erst gewisse Bedingungen erfüllen, etwa Antisemiten aus der Partei ausschließen. Der frühere Verteidigungsminister Amir Peretz von der Arbeiterpartei ist jetzt in der Opposition, aber in Bezug auf Österreich unterstützt er die Politik der Regierung Netanyahu. Das ist die richtige Politik. Wir senden ein Signal an alle antisemitischen Parteien in Europa und sagen, eine Partei, die ihr Programm und ihre Haltung zu Juden nicht ändern wird, mit der werden wir nicht kooperieren. Auch der österreichische Botschafter Martin Weiß wurde eingeladen. Er verweist darauf, dass Israel im österreichischen Regierungsprogramm mehrmals vorteilhaft erwähnt wird. Das sei die am stärksten pro-israelische Regierung, die er in seiner Diplomatenlaufbahn erlebt habe. Kann man also mit einer Normalisierung der Beziehungen rechnen oder nicht? Das Außenministerium wurde diese Frage heute auch gefragt. Sozusagen, gibt es einen Zeitplan? Reden wir von Wochen oder von Monaten? Und da bleibt das israelische Außenministerium bewusst sehr bedeckt. Denn sobald man ein fixes Datum setzt, was ist am Ende dieses Zeitraums? Also man sagt, wir arbeiten daran, wir reden mit den Österreichern, es kann sich weiterentwickeln. Auch wegen der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Österreichs würde Israel Gesprächskanäle brauchen. Eine Beendigung des Boykotts würde aber auch viele Proteste auslösen.